Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um einen John Deere, und zwar die 6030-Serie mit 4 Zylindern. Und wir steigen auch schon ein in das ganze Einstellgedöns. Und zwar haben wir hier einmal die Hauptfarben, die wir ändern können. Sollte bekannt sein, ne? Mit Fendt und Deutz und so weiter und so fort. Für die Leute, die immer denken, es sind dieselben Farben drin, sind es meistens auch, aber mittlerweile wirklich abgestimmt auf die einzelnen Typen bzw. Fahrzeuge, dass man da halt dann auch vielleicht auch mal so ein bisschen was gebraucht, das kriegt, ne? So, dann haben wir die Fronthydraulik hier. Die haben wir hier schon mal. Na, hier ist die Fronthydraulik. Dann haben wir das andere einmal ohne irgendwas. Dann gibt es das mit 360 Kilogramm, 560, 760 und 1010 Kilogramm. Und man sieht auch, wenn man das hier volle Banane hat, geht er auch ein bisschen weiter runter vorne. In dem Fall nehmen wir das mal mit der Fronthydraulik. Und lassen das mal so eingestellt. Als nächstes haben wir die Reifenhersteller, dann haben wir Trelleborg, dann haben wir die Michelin und die Nokia. Na, das sollte die Standardreifen, die wir halt auch alle kennen. Die Reifenvarianten haben wir einmal mit Radgewichten, einmal mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung, hinten Zwillingsbereifung, vorne und die Standard wieder. Sollte eigentlich auch alles klar sein. Ist mittlerweile alles Standard und ich glaube, da braucht man nicht weiter drüber zu schauen und auch drauf einzugehen. Wir haben Standard-Designs, haben wir hier. Dann haben wir einmal Design mit hier Rundumleuchten links und rechts und auf beiden Seiten. Das ist in dem Falle das Design. Können wir mal beiden nehmen. Ist auch mal ganz witzig. Dann haben wir Zusatzbeleuchtungen. Das sind diese kleinen Dinger hier. Sind mittlerweile auch schon fast Standard verbaut an den Schleppern. Und dann haben wir noch Motorausführungen. Haben wir einmal mit 85 PS, mit 95 PS, 105 PS, 120 PS und 135 PS. Das ist dann der Chip-Tuning-Motor. Wir haben einen Frontladeranbau. Einmal hier zu sehen mit einer schönen John Deere-Tasche, wo vielleicht noch ein bisschen Werkzeug drin ist. Dann könnt ihr so einen John Deere Frontlader dran basteln, wenn ihr den habt. Dann haben wir hier einmal mit noch so einem Haubenschutz und einmal noch einen anderen Frontlader. Also so ein, das wird wohl ein Standard sein. Den auch, wie gesehen, hier mit so einem Schutz vorne dran, also mit so einem Motorschutz. Dann haben wir einmal den Frontladerstoll und den Frontladerstoll auch mit diesem Schutz. Wir nehmen in diesem Fall gar keinen, ne? Boah. Wenn ihr das mal wollt, dass ich das mal vorstelle, dass ich da mal einen Frontlader vorstelle, und dann, wie das aussieht, dann mache ich das auch einfach mal in die Kommentare reinhauen. Dann kriegen wir das hin. Kotflügel vorne sollte auch eigentlich relativ ja, bekannt sein, dass man die anwählen kann und abwählen kann. Ich persönlich lasse die immer dran, weil, finde ich, sieht immer ein bisschen schöner aus. So, und dann des Weiteren haben wir hier oben noch so einen Föhn. Na, GPS. GPS-Empfänger hier oben. Und, ja. Mehr können wir nicht einstellen, mehr geht es nicht. Na, hier hinten nochmal so zu sehen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe den sogar schon mal vorgestellt, beziehungsweise war das, glaube ich, eine andere Version. Und die hatte, glaube ich, nicht so viel Aufkleber, Warnaufkleber. Gut, meine Lieben, dann fahren wir auf den Vorführplatz und gucken uns den guten mal an. Bis gleich. So, angekommen. Man soll mal das Mikro wieder richten. So, angekommen hier auf unserem Vorführplatz. Schauen wir uns den schönen John Deere mal an. Und zwar, ich habe ihn ja, wie gesagt, gerade vom Shophof. Was war denn das jetzt? Zack, war die Frucht weg. Warum auch immer das gerade so ist. Naja, egal. Auf jeden Fall hat er einen guten Sound, finde ich. Also er hat einen richtig guten Sound. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Ja, von vorne, ne? Richtig gut hier, auch mit den ganzen Hydraulikanschlüssen. Auch hier haben wir noch so ein paar Warnaufkleber verbaut hier unten. Hier unten haben wir noch so mal so ein Schild, wo, glaube ich, da ist die Typnummer und Seriennummer, glaube ich, drauf, ne? Was Autos auch haben. Und hier auf der anderen Achse auch, auf der linken Seite, haben wir das Ganze auch. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier noch irgendwie RC Control draußen hat, aber anscheinend hat er nicht. Na, das ist Standard einfach. So, hier auch die Seite, da die Textur richtig gut. Hier können wir ein bisschen in den Motor reingucken. Denke, ist auch selbsterklärend. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Haben ja fast alle Schlepper mittlerweile Starny.
Und dann hier hinten auch die Warnaufkleber. Hier die Knöpfe kann man gut erkennen. Hinten die Lichter sind gut zu erkennen. Und auch hier hinten die Hydraulikanschlüsse sind auch gut zu erkennen. Ja, also, da hier wird nichts zu meckern, würde ich mal sagen. So, gut. Gehen wir mal rein. Und wie ihr seht, wenn ihr reingeht, habt ihr auch wieder diesen, diesen Hydraulik-Sound und auch das Lenkrad geht automatisch von vorne, also von hinten nach vorne. Ne? Also, ich kann das nochmal zeigen. Ne? Und ihr habt diesen Sound noch dabei. Gut, wir haben IC Control nicht so viel. Wir haben einmal hier Türen. Leider wieder ohne Sound hier. Gucken wir, können wir uns gleich nochmal hier umgucken hier. Hier oben auch hier Texturen, ne? Also Dachtexturen, das sind auch ganz okay. Dann haben wir hier noch eine Sonnenblende, die wir benutzen können. Und hier hinten können wir noch mal das Dach öffnen, beziehungsweise das Dach, ja, Heckscheibe. Heckscheibe und hier können wir auch die Türen öffnen. Also nichts Weltbewegendes und ja, aber kann man mit leben, denke ich. Gibt Schlimmeres. Wie gesagt, soundmäßig ist er auch nicht schlecht. Aber das hören wir gleich. Wir machen erstmal den Blinker-Test. Blinker links, Blinker rechts, Warnblink. Dann haben wir hier hinten die Arbeitslichter, sind in dem Fall auch richtig gut. Dann haben wir hier das normale Licht. Ne? Ist auch gut zu sehen. Dann gehen wir einmal rum. Dann machen wir einmal von vorne Blinker. Funktioniert der Blinker rechts, funktioniert auch Warnblink, funktioniert und auch hier die Arbeitslichter und diese zwei extra Arbeitslichter, die wir genommen haben, links und rechts unten jeweils über dem Blinker sind auch zu sehen und das normale Licht auch vorhanden, was mal wieder nicht ausgeht, doch jetzt, und hier oben die Bimmelche, die Rundumleuchten funktionieren auch. So, springen wir wieder rein. Jetzt habe ich wieder das Licht angemacht. Meine Tastatur ist heute auch mal wieder sehr gnädig zu mir. Funktioniert mal wieder gar nicht. So, aber egal. Jetzt machen wir noch den, den Animationscheck, Soundcheck. Also ihr habt es gehört, ne? Also dieses Druckluftsystem ist verbaut. Unten die Pedalen bewegen sich, aber die Joysticks bewegen sich nicht. Ne? Also in dem Fall, könnt ihr hier sehen, bewegen sich nicht. Ansonsten finde ich es ja ganz gut. Mal an dem Modder wäre noch cool, wenn er das noch hinkriegen würde. Und Nummernschild wäre natürlich auch noch geil. Ansonsten ist das ein guter Schlepper. Ich finde den cool. Und gucken wir nochmal. Also die Lichter werden nicht angezeigt innen drin, aber das ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das war's eigentlich auch schon. Siehst du, jetzt bleibt da jetzt mal mit Licht hier stehen, was ich meine Tastatur spackt ein bisschen rum. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach, Link ist in der Videobeschreibung und zieht ihn euch runter. Ich finde ihn ganz cool. Und wie gesagt, der Modder kann sich ja nochmal melden, wenn er da irgendwie noch ein Modell hat oder ja, mit Nummernschild. Finde ich ganz cool. Na, also bis zum nächsten Mal und tschüssi.